Hallo, liebe Eltern, und ein liebes Hallo an alle, die sich wie immer für das Thema Kinderschuhe und was damit zusammengehört interessiert. Angesichts der Jahreszeit, wir haben es Sommer und auch ansonsten muss ich sagen, steht ja bei vielen Kindern der Sneaker oder der Turnschuh schlechthin hoch im Kurs. Und nun möchte ich als Fachfrau das Thema gerne mal etwas näher beleuchten. Und habe mir jetzt hier, wie gesagt, ein paar Modelle mal mit rausgezogen, die wir also das ganze Jahr über anbieten. Bei uns natürlich vorrangig für den Schul- oder Kindergartensport, weil die Schuhe sind ja nun mal einfach dafür eigentlich ursprünglich gemacht worden, nämlich zur sportlichen Betätigung. Also wir haben es immer mit Schuhen zu tun, die nach Möglichkeit auch eine helle Laufsohle haben, gerade für die Zeit, wenn dann wieder der Hallensport losgeht. Oder wenn zum Beispiel Kindergärten in eine Sporthalle gehen oder sich dort stundenweise anmieten, in Turnräume, Spielräume, das, was es alles gibt heutzutage. Und da brauchen natürlich Kinder auch sehr oft dann immer einen Sportschuh. Also das normale, gemeine Schläppchen, Gymnastikschläppchen, wie es hier im Hintergrund hängt, ist zwar auch eine gern genommene Version oder eine gern genommene Option dafür. Wenn ich mich aber richtig sportlich betätige, wie im Verein oder für eine ausdauernde richtige Sportstunde, muss ich sagen, führt am normalen, leichten Sportschuh nichts vorbei. So, dafür sind die Schuhe auch gemacht, aber im Zuge der Zeit wurden die natürlich auch heute oder in den heutigen Zeiten besonders gerne als Alltagsschuh mitgenommen. Was man natürlich immer sagen muss, die Schuhe bestehen größtenteils aus synthetischen Materialien. Und wie das halt so ist bei synthetischen Materialien oder wie bei stofflichen generell, sie sind nicht unbedingt stabil, sie sind leicht, wenn der Fuß dahinter steckt zum Beispiel, sehr schnell verformbar. Und vor allem, was natürlich viele Eltern mir wahrscheinlich beipflichten werden, sie nehmen auch sehr schnell andere Gerüche an. Dafür ist natürlich dann wieder auf der einen Seite für manche Eltern der große Vorteil, dass sie sich den großen Aufwand des Reinigens sparen und sozusagen der Schuh mal in die Waschmaschine wandert. Allerdings muss ich dann immer wieder sagen, dabei gehen natürlich Reklamationsansprüche verloren, weil dafür sind die Schuhe nicht konzipiert. Ja, es sind alles geklebte Sohlen, wenn dann also was passiert, hat der Kunde keinen Anspruch darauf, dass diese Reklamation auch anerkannt wird. Aber es geht ja um das Thema Turnschuhe generell und nicht, wie mache ich sie sauber, ist vielleicht dann in den nächsten Mal ein Thema für uns, sondern hier geht es ja darum, was tragen meine Jungs, meine Kiddies am liebsten. Und dann geht es natürlich automatisch mitunter, wenn ich besonders cool ausschauen möchte, nicht am Turnschuh vorbei. Muss ich auch ehrlich sagen, es gibt ja wunderschöne Modelle, sei es jetzt von der farblichen Zusammenstellung oder einfach nur, weil da diese Schleife der Haken oder die drei Streifen sind. Da führt ja bei den vielen Kindern nichts dran vorbei. Aber warum sollten Sie dennoch, wenn ich zum Beispiel Fußprobleme habe, ich muss auch gar keine Fußprobleme haben, aber warum sollten Sie dennoch nicht meine erste Wahl sein? Wichtig wäre erstmal noch mit zu sagen, Turnschuhe fallen in der Regel meistens immer etwas weiter aus. Habe ich jetzt zum Beispiel meine Problemgruppe, die besonders schmalen Füßchen, dann muss ich hier fast immer wieder mit einer zweiten Einlegesohle oder mit einer Einlegesohle, zusätzlichen Einlegesohle arbeiten, damit ich hier etwas Passform hineinbekomme. Ja. Zweiter Aspekt ist natürlich auch gerade dann, wenn es sich wie hier um ein Modell handelt, was mit einem gekreuzten Gummizug versehen ist. Das heißt, der Gummizug gibt nur in der Höhe nach. Ich demonstriere das jetzt mal. So, er gibt also nur nach, wenn auch ein gewisser Spann bis den Fuß dazwischen ist. Habe ich das nicht, hat also hier der Kinderfuß im Allgemeinen keinen Halt und rutscht praktisch hier im Schuhchen hin und her. Das versuche ich dann sozusagen als Fachfrau mit einer zweiten Sohle zu kompensieren. Zum anderen ist es auch besser für die Fußhygiene, wenn man gerade eine Frottee-Sohle nimmt, die doch noch ein bisschen Schweiß mit aufsaugt, weil hier ist ja im Grunde nichts drin, was irgendwie natürlichen Ursprungs wäre und was für diese Fähigkeit auszeichnen würde. Ja. Das zweite ist natürlich dann auch hier, nur wenn ich einen kräftigen Fuß habe, der passt im Allgemeinen noch recht schön hier mit hier rein. Damit hätten wir das zum Beispiel abgeklärt, warum ich bei schmalen Füßen dann nicht unbedingt auf den Turnschuh, auf den cooleren Turnschuh gehen sollte, obwohl das insbesondere bei Vätern sehr beliebt ist.
So, die andere Variante oder was ich noch mit sagen möchte ist, es gibt auch unterschiedliche von den Materialien oder Unterschiede in den Materialien. Das heißt, ich habe zum einen mal wirklich diesen gewebten, gewirkten Stoff, ein Gewebe, was also sehr nachgiebig ist, was auch sehr dicht ist, sage ich mal in dem Sinne. Und natürlich den Vorteil hat es, es ist sehr leicht. Man merkt es so gut wie gar nicht. Aber bin ich jetzt zum Beispiel aktiver Sportler, deswegen, das frage ich natürlich bei mir im Geschäft auch, kann ich eigentlich praktisch nur zu etwas stabileren Schuhen in der Verarbeitung greifen. Und hier bekommt zum Beispiel das Material durch diese gewebte und, ich würde sagen, gepresst ist es ja schon fast, hat es eine höhere Stabilität. Also der fässt sich auch insgesamt vom Material etwas fester an. Und bietet natürlich jetzt wirklich mal für Hallensport, für Schulsport, bietet der dem Fuß ein bisschen Stabilität. Ja? Weil, wenn es ja so gesund wäre, auch das allgemeine Barfußlaufen, warum mache ich es nicht beim Sport? Warum ziehen Handballer oder Volleyballer, warum ziehen die trotzdem Turnschuhe an? Eben gerade, um zu verhindern, dass der Fuß eben durch diese Überbeanspruchung wegknickt, dass er einen gewissen Halt hat, da brauche ich halt einen Sportschuh. Wenn das alles so einfach wäre, könnte man ja auch darauf verzichten. Aber nein, das tun wir ja halt nicht. So, und als letztes in meiner Ausführung möchte ich euch gerne was zeigen, was die Passform mit angeht. Und dazu begeben wir uns einfach mal zu mir an meinen Füßen herunter. Ich habe jetzt hier zwei Modelle mal angezogen, beides in der gleichen Größe und muss auch sagen, dass ich mich in beiden sehr wohl fühle. Ja? Hier muss ich allerdings sagen, wenn ich jetzt wirklich aktiv Sport machen würde, wäre der mir schon so klein. Ich bin nämlich schon hier vorne mit meiner Zehe. Also einen Turnschuh empfehlen wir auch immer größer zu nehmen als zum Beispiel die eigentliche Größe. Mitunter sind wir sogar bei 2 Nummern größer als eigentlich gemessen. So, der sitzt nahezu perfekt. Muss ich auch sagen, hier habe ich keinen Spielraum an der Seite, wobei ich allerdings dann schon merke, wenn ich jetzt hier, also fürs Fahrradfahren und so weiter, wäre der bestimmt ganz in Ordnung, für leichte Wanderung auch. Aber ich weiß nicht, ob ich den jetzt unbedingt als Wanderschuh oder für strapazierfähiges Gelände da anziehen würde. So, dann kommen wir zu den Lieblingen der Saison. Ne? Diese ganz durchweg gewebten Schuhe in einem Stück. Hier fühle ich mich super wohl. Der ist auch schön lang für mich, weil ich brauche ja Platz zum Abrollen. Und ich sage mal jetzt, ich versuche das jetzt mal zu demonstrieren, wie die meisten Leute auf den Straßen unterwegs sind. Ich habe nämlich festgestellt, diese Schuhe werden immer zu kurz gekauft. Also wenn Sie sich das mal anschauen, dann sind die Schuhe manchmal so eng, dass ich schon richtig den Zehenabdruck hier erkenne, dass ich sozusagen fast schon mit dem Nagel der großen Zeh hier vorne durchstoße, weil der Fuß absolut keinen Platz hat. Leute, macht es nicht, ihr tut euch nur weh. Beziehungsweise die Quittung kommt dann in 30 Jahren, wenn dann der Hallux dann ein bisschen mehr dazu durchkommt. Weil das ist nämlich dieses permanente Stauchen der großen Zeh, die sich dann hier wieder auf den Ballen auswirkt, wo man dann sagt, okay, da sagt der Ballen, hier habe ich Druck gehabt, da gehe ich mal beiseite. No? Also, auch wieder hier, wirklich so schön die Schuhe sind, man sollte wirklich auf eine richtige Passform achten. Und dann kommt jetzt wieder mein Tipp ins Spiel, geht ins Fachgeschäft, lasst euch beraten, damit ihr dort wirklich sicher sein könnt, die Schuhe passen. Ja, also auch hier alles bitte nicht so sehr auf die leichte Schulter nehmen. Ich weiß, das sind tolle Schuhe, manchmal auch nicht die hochwertigsten. Aber auf der einen Seite sage ich ja immer wieder, sind die Kunden gerne bereit, für einen tollen Nike-Schuh 140 Euro auszugeben, der nur aus Synthetik besteht. Und im Geschäft wird dann manchmal schon so knapp an der Schnappatmung vorbeigeatmet, weil ein Kinderschuh aus Leder 80 Euro kostet. Also, einfach mal bloß überlegen, was will ich, was brauche ich, was möchte ich, aber wie gesagt, das ist der schöne Schuh, gebe ich unumwunden zu, aber auch wie hier ist es wie immer, er sollte passen. Ansonsten macht das Ganze nämlich gar keinen Sinn. In diesem Sinne, ich denke mal, ich habe euch wieder was gezeigt. Bis zum nächsten Mal. Macht's denn mal gut. Tschüssi.